Hallo, hier ist wieder Robert mit Geschichten aus der Geschichte. Und wohin führt die Reise heute? Nun, heute gelangen wir von Bechtolsheim nach Saulheim. Wo liegt das denn bitte? Das liegt hier im Kreise Alzey-Worms, rot markiert, im grünen Teile von Rheinland-Pfalz, das wir bereist haben. Hier zur Übersicht. Deutschland mit seinen Bundesländern, Jahrhunderte um uns herum, ob römisch, mittelalterlich oder neueren Datums. Überall begegnen uns Sehenswürdigkeiten aus Holz und Stein. Und sie erzählen vom Leben der einfachen Leute, die Geschichte schrieben. Und hier in diesen grau markierten Kreisen, da reisen wir umher, um zu sehen, was es zu sehen gibt und zu hören, was diese Zeugen uns heute noch können. Unser erstes Ziel, Bechtolsheim. Hier sehen wir das in einer kleinen Übersichtskarte, wiederum rot markiert. Was macht denn die Mütze da rechts unten? Diese Mütze ist das Bistum Worms, ein nicht unbedeutender Grundherr, doch gleich mehr. Hier seht die Kirche, wie nicht mehr zu erkennen, entstammt sie der romanischen Bauepoche, 12. bis 13. Jahrhundert. Sie wurde mehrfach in Mitleidenschaft gezogen und umgebaut und wieder aufgebaut. Sieht also etwas anders aus. Der Kirchturm ist freistehend. Heutzutage. War früher ein Wehrturm. Rechteckig? Kommt vor. Ja, ja. Nichts Ungewöhnliches hier in der Gegend. Die Kirche selbst in spätgotischem oder dem Stile der Renaissance des 16. Jahrhunderts wiedererbaut. Denn 1689, da legten ja die Franzosen im Pfälzischen Erbfolgekrieg viel in Schutt und Asche. Doch erhalten sind prachtvolle Grabdenkmäler. Epitaphien. Hier zum Beispiel Peter Kämmerer von Worms, Dienstmannen, oder Limanis, Bube von Geispitzheim, auch aus dem 14. Jahrhundert, oder die von Esel. Esel? Ja, das war ein Symbol für Kraft und Stärke und Zuverlässigkeit. Geht es dir zu wohl, dann leg dich mal mit einem Esel an. Der wird dir heimleuchten. Ha, diese Steine erzählen. Und seht hier am Chor, der alte Eingang, spitzbogig, und da haben wir einen Lavabo-Ausfluss. Ist ein Wasserauslass, aber für das Wasser der rituellen Handwaschung. Nur als kleine Info. Generell, die Mütze, das Bistum Worms, ein nicht unbedeutender Grundherr seit dem 7. Jahrhundert und natürlich das Erzbistum Mainz nicht weit entfernt. Und um das Ganze abzurunden, der Pfalzgraf bei Rhein hatte einen festen Stützpunkt in Ingelheim. Natürlich hatte jeder seine Besitzungen, sich überschneidende Interessen mit Wegerechten, Zollrechten, Weiderechten und so weiter. Hier liegt Gabsheim, unser nächstes Ziel. Die Kirche zu Gabsheim, naja, sie stammt auch aus der romanischen Bauepoche, 12. Jahrhundert, aber sie wurde mehrfach umgebaut, vor allem in der gotischen Periode des 15. Jahrhunderts neu befestigt. Eine Kirchenburg? Einst, ja. Nach den französischen Zerstörungen hat man natürlich die Wehranlagen nicht mehr aufgebaut. Die Kirche indes, sie wurde im 15. Jahrhundert neu erbaut in gotischem Stile. Doch seht beim Aufgang, es finden sich Spolien, Steine früherer Bauwerke mit Ritzzeichnungen, vielleicht auch aus späterer Zeit, Strebepfeiler, außen am Kirchenschiff oder Langhaus, klassisch für die gotische Bauperiode. Der Eingang. Und hier im Chor ein neuzeitlicher Anbau, doch typisch auch hier Grabsteine oder Epitaphien aus dem als Begräbnisplatz aufgelassenen Kirchhof. Schauen wir nun mal kurz drüber. Ihr werdet einige der Wappen wiedererkennen. Ja, seht ihr zum Beispiel Bube von Geispitzheim, der lachende Schelm auf dem Helm. Aber der konnte ganz schön durchlachen, wenn nötig. Es waren Dienstmannen, meistens des Bischofs von Worms. Sie bekamen dafür zu Lehen einige Ortschaften. Die Einwohner, Leibeigene, durften den Herrn fronen und frommen. Aber immerhin seit dem 14. Jahrhundert. Diese Grabsteine haben das überlebt, was selten ist. Der ist ein bisschen neuer. Also hier ein richtiges Geschichtsbuch. Ja, nehmt euch Zeit, wenn ihr zu solch einer Kirche kommt. Still und verlassen sieht's aus, aber es erzählt. Sie wurde unter anderem auch in der Mainzer Stiftsfehde des 15. Jahrhunderts in Mitleidenschaft gezogen.
Doch dazu gleich mehr. Wir erreichen Schornsheim. Die sieht ja wieder anders aus. Natürlich. Keine Kirche gleich der anderen, außer sie ist geostet, orientiert. Aber schaut, die Kirche selbst erhöht gelegen von einem doppelten Mauerring. Und wir sitzen hier auf der Pfaffenwies, das heißt ein Stück Wiese, gehörte den Pfaffen, war denen als Ertrag zugesprochen. Der Pfarrer musste ja auch von irgendwas leben. Die Kirche indes entbehrt ihres Wehrcharakters, stammt auch aus der romanischen Periode, ein Chorturm, also im Osten stehend, dann hat man ein neues Chor angebaut. Der Kirchturm selbst, der hat hier einen vermauerten Triumphbogen. Einst war ja der Chorturm mit dem Chor im Erdgeschoss. Und hier schloss sich das Langhaus an. Hier? Ja. Oben, der alte Eingang, nur vom Dachboden des Langhauses zugänglich. Man hat's dann abgerissen und ein neues Chor angebaut in gotischem Stile. So erklärt sich das, wenn ihr solche Vermauerungen seht und Eingänge, die oben eigentlich ins Nichts führen oder aus dem Nichts kommen. Da war mal was. Seht, heute sieht das so aus. Das Chor in gotischem Stil, mit Strebepfeilern. Klassisch. Und der Steinmetz hat sich verewigt. Solche Kirchen haben Jahrhunderte erlebt. Wir kommen zum nächsten Ziel nach Udenheim. Die Kirche sieht wieder anders aus. Ein wenig. Ein wenig? Was ist das denn? Eine Kirche. Ja gut, okay. Gehen wir mal Schritt für Schritt drauf zu. Einst auch befestigt. Wenn es zu Kleinigkeiten in Meinungssachen kam, dann ritten eben einige Dutzend Leibeigene unter Führung eines Adligen und schufen Tatsachen. So, der Turm, der stammt aus dem 12. Jahrhundert. Ist also ein romanischer Kirchturm. Steht im Westen. Doch zweigeteilte Fenster, Biforien, mit Rundsäulen unterteilt, kennzeichnen ihn. Der Rest der Kirche ist neu. Stopp, nicht ganz. Seht die Wehrmauer von der Feldseite? Auch hier fehlt der Wehrgang. Das Chor, wie wir es eben in Schornsheim gesehen haben, nur hier größer und höher. Man darf von einem Hochchor sprechen. Sehen wir uns gleich näher an. Der Friedhof selbst, mit einigen schönen barocken Ausstattungsteilen. Das Chor in gotischem Stil. Doch schaut mal hier. Kirchturm im Westen, Langhaus schließt an und Hochchor, weil er höher ist wie die Kirche vom Dachfürst. Aber hier sehen wir vermauerte Arkadenbögen am Langhaus unten und oben, da haben wir romanische Fenster. Seneschall, ruft doch mal die Inrequisit, die sollen das mal zurückbauen. Sehr effektiv. Noch effektiver. Schau hier, zuerst ein Seitenschiff. Das saß hier. Dann nehmen wir das Hochchor weg und ersetzen es durch ein romanisches Rechteckchor. Vom Kirchentyp eine Basilika. Das Dachkammel auch? Super. So sah das mal aus, bis man es dann eben anfing im 15. Jahrhundert umzubauen. Und schließlich sieht's heute so aus. Ah ja, ja. Schließlich kommen wir nach Saulheim, dem letzten Ziel dieser kleinen Reise. Das ist aber auch ein Wehrturm sicher. Naja, stilistisch so gebaut. Man sieht's ihm nicht an, aber er wurde 1906 erbaut. Da hat man nämlich die alte Kirche ganz platt gemacht. Das Langhaus war schon ein Jahrhundert früher ergänzt oder neu erbaut worden. Doch die Kirchhofmauer trägt zum Teil noch alte Teile aus dem 15. Jahrhundert. Da hat man den Kirchhof neu und stärker befestigt. Die Ortsbewohner, wenn Streitigkeiten waren, zogen sich in die Kirchenburg zurück und verteidigten sich daraus. Seht auch hier wieder Grabdenkmäler, Epitaphien, die Hund von Saulheim. Der steht auf einem solchen. Naja, macht nichts, auch Dienstmannen. Die Kirche, sehr schön gemacht, in Retro-Style, wie man sagt. Doch seht, hier im 15. Jahrhundert, da trug die Mainzer Stiftsfehde der Gegend übel zu. Das war so, dass dann zwei hohe geistig Adlige um die Posten des Mainzer Erzbischofs rangen. Mit Feuer und Schwert. In der Serie 5, erklär mir mal, gibt es zwei Beiträge zu dieser Stiftsfehde. Schaut mal rein,
Da ging's ab. Somit hatte diese Geschichte ihren Abgang erreicht. Als Hinweis sei noch gegeben, dies ist ein Beitrag der Serie 6. Es gibt weitere Serien mit interessanten Beiträgen. Schaut doch mal rein. Hintergrundinfos zu den Serien in Die Geschichte von Roberts Geschichten. So viel für heute. Wir sehen uns wieder in der Zeit.